Hallo und willkommen. Wir sind zurück beim Let's Play von Dungeon Siege 2 mit dem Hotfix Mod und es laggt dann ein bisschen, weil ich natürlich wieder Probleme mit Fraps habe, aber jetzt ist er nicht besser. Und ja, wir haben das letzte Mal bis zu den Höhlen uns durchgekämpft, wo die eine gefangen ist. Und wir werden sie jetzt befreien gehen, aber zuerst möchte ich noch kurz hier schauen, wegen einem neuen Zauber. Aber eben, es gibt nicht viel Dinge. Verkaufen lieber noch ein paar Sachen. So. Jo. Die noch ein bisschen sortieren. Ja, hier zum Beispiel die Raptoren. Wir haben genug Geld, ja. Können wir doch einen Raptoren. Oder das ist der Raptor. Oh. Eines kleinen. Ah, cool. Dann holen wir uns ein Rhinok. Und hier haben wir schon die zweite Stufe vom Fahneverteidiger. Aber der ist relativ schwach. Okay, sonst haben wir hier noch Zauberbücher, die könnten wir auch eigentlich kaufen, aber wir haben noch zu wenig Geld. Und ja, sonst nichts. Also gehen wir direkt weiter. Rüsten ihn aus, ohne Charakterbild irgendwie. Ja, ein bisschen verbuggt. Hier haben wir noch einen Ring, den rüsten wir aus. Wir haben hier alles, ja, nicht so gute Ringe. Die bringen uns nicht viel. Wir müssen hier weitergehen. Wir müssen halt nochmal so uns durchkämpfen, aber das ist ja kein Problem für uns. Weil wir ja nicht weiter konnten zum zweiten Stab, weil da zu starke Gegner waren. So. Genau, beschwör du mal den Pet. Und jetzt gehen wir weiter. Eventuell müssen wir verschiedene Pets angreifen, beschwören, oder so, damit wir mehr nehmen können. Oder ich weiß es nicht, wie das geht. Aber ich hoffe nur, dass es geht. Den Segelring gebe ich jetzt ihr zum Ausrüsten. So. Also. Hier haben wir keine Monster, wir können auf der Map schauen. Hier haben wir zum Beispiel Monster. So. Hier haben wir nichts. Ja, in diesem Spiel gibt es recht gut versteckte Sachen. Zum Beispiel Schalter und so, also alles anschauen. Aber das erste kommt erst im ersten Dungeon eigentlich, wo es relativ gute Verstecke hat. So, wir haben Intelligenz bekommen. Jetzt können wir schon Brot mit jetzt können wir schon Brot mit Baguette unterscheiden. Wobei Baguette auch ein Brot ist. Und eine gelbe Strähne haben wir noch gefunden. Für was ist das? 4 Resistenz gegen Blitze. Aha. Okay. Das Mana geht bald aus, aber das regeneriert sich jetzt wieder ein bisschen. Und jetzt müssen wir hier nochmals ringsum. Vielleicht finden wir ja wieder ein Item. Haben wir nicht Handschuhe gefunden oder so? Da sind sie. Nahkampf, genau. Ja, das ist da nicht so gut. So. Hier haben wir irgendwas. Ah, nochmals ein spuckender Chila.
Die Morten haben keine Chance und werden zerfetzt. So, Deru hat auch Intelligenz bekommen. Gut. Und hier haben wir ein fettes Teil. Ich hoffe, das tötet den Ding nicht, den Raptoren. Aber ich glaube, die haben genug Leben. Die haben 252 Leben. Nicht schlecht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. So. Hier haben wir sicher auch noch ein paar Monster nicht. Okay, dann laufen wir einfach weiter. Hier ist ja der Wasserfall, genau, und jetzt leckt es wieder ein bisschen. Nachladeruckler. Aber im Freps ist dafür bekannt, das zu lecken. Die ganze Zeit lecken müsste. Und nochmals Intelligenz. Oh, wir bekommen recht viel Intelligenz, wahrscheinlich durch die Beschwörungen auch. Und ja, sehr schön. Wir werden hoffentlich nicht allzu OP plötzlich. Ja, greif doch an. So. Jetzt ist hier der dritte Turm. Gehen wir noch kurz nach links. Alle Monster töten. Hier ist kein Monster. Oh, jetzt kommen relativ viele Monster, aber das sind alles schwache Monster. Vor allem die mal töten da. Also seht, die Raptoren sind recht gute Begleiter. Kann man die Map nicht vergrößern? Zoomen könnte man. Aber nicht vergrößern. Ah doch, jetzt. Gut, ein bisschen größer ist sie schon. Sieht man auch besser die Punkte. Ja, weiter nach außen können wir sie nicht machen. So, Deru hat Intelligenz bekommen. Schön. Wie viel Leben habt ihr noch? Volles Leben fast. Nicht schlecht. Im Hauptspiel kann man, glaube ich, Beschwörer gar nicht spielen, weil die viel zu wenig Damage machen und ja, zu wenig zum Beschwören gibt. Da kann man, glaube ich, nur 3 beschwören oder sogar noch weniger. Und deshalb nicht so gut. Oh, ein Magua. So, das waren diese Goraks. Oh Gott. Und hier ist der Ding. Die Höhle. Der geht jetzt hier rein. Aha. Gut. Dann lässt er uns offen. Ihr habt den Geheimgang in die Höhlen des Hakus gefunden. So, Level Ups. Ja, hier weiter leveln. Und hier auch. Sehr schön. Hier haben wir Heiltränke. Hier haben wir Heiltränke. Sehr schön. Dann können wir den hier hinlegen. So. Ja, hinter der Höhle gibt es noch ein paar Schätze. Die können wir holen. Also Schätze sind es nicht, aber sind, glaube ich, dort ein paar Behälter irgendwo. Wenn ich das sehen könnte. Sind die nicht hier? Ah doch, da drüben. Das wusste ich noch. Wow, ein Gold. Hat sich ja sehr gelohnt. So, jetzt gehen wir hinein.
schauen uns mal die Höhle an. Hier ist ein Trommler. Aha. Und hier sind ein paar von den Speerwerfern, Speermeister sogar. Medizinmann töten. So, und jetzt sind wir hier hinter der Brücke. Wir waren ja auf der anderen Seite ganz am Anfang. Lass den mal in Ruhe. Die sind schon recht stark hier. Ich hoffe, die sterben uns nicht weg. Nein. Gut. Aber leider sind die, ist die KI gar nicht gut. Wir haben eher Probleme mit der KI. So, hier haben wir ein kleines Wiederbeleben. Dieses Deutsch. Also für einen Zauber, der kleines Wiederbeleben heißt, ja, weiß nicht. So. Hier haben wir die Frau. Den müssen wir töten. Also der wird getötet. Und Gold. You, did you see that? Haran could not have been lying, else why would he have come to my defense like that? I thank you for arriving when you did, stranger. This place is not safe for us to linger. Let us return to Arilon before the other Haku return in force. Okay. Ja, die können wir Quest noch nicht beenden. Zuerst müssen wir die Kette wegbekommen. Die Halskette oder Halsring. So, wir gehen jetzt einfach zum zweiten Waypoint. Da, glaube ich, davor ist sogar der vierte Wachturm. Und dann haben wir hoffentlich den Ring weg. So, beschworen haben wir jetzt mal schon mal wieder. Also die läuft nach einiger Zeit natürlich wieder ab. Dann können wir das sehen. Und dafür müssen wir den Zauber auswählen. Dauer 600 Sekunden, also wie viele Minuten? 10 Minuten. Okay. So. Also das haben wir geschafft. Wo ist die andere? Die kommt. Gut. So, jetzt probieren wir uns dort durchzuschlagen, durch die Armee von Einheiten. Gehen aber kurz hier schauen. Ah, hier haben wir schon das letzte Mal schon alles genommen und zerstört. So, hier hinten ist wahrscheinlich noch etwas. Nichts? Okay. Dann wagen wir uns mal zu diesem H&M gedrückt. Sind die gar nicht hier? Wieso sind die nicht hier? Also sind die weiter hinten gewesen. Ich dachte, hier war ein gelber Gegner. Egal. So, hier ist ein gelber Gegner. Der ist ihm nun. Schade. So, den haben wir leicht besiegt. Und können weiter. Hier haben wir noch eine Kiste. Ein Fass, meine ich. Nicht mich angreifen, bitte. Ich bin doch so schwach noch. Und nicht mal intelligent. Oh.
Wir sind noch so in den Kinderschuhen. Später sind wir Professor Einstein XXL hundertfach. Aber momentan sind wir noch recht unintelligent. Haben wir übrigens einen Titel? Ja, Turk sind wir. Okay. Was das auch heißen soll. Geben wir die Schuhe eher. So, und gehen weiter. Hier haben wir wieder Korax. Und ein Raptor-Gegner. Unsere Raptoren sind viel stärker. Und die Intelligenz wurde verbessert. Aua, die erleidet Schaden. Aber die regeneriert das schon wieder. So, hier haben wir noch einen Behälter. Okay, sonst nichts. Jetzt müssen wir nur nichts vergessen. Hier ist es ein bisschen breitliniger. So. Okay, ich hoffe, die sind nicht allzu stark. Gott, oh Gott, sie ist tot. Komm, Deru, ja, gut. Sie war nur bewusstlos, nicht tot. Tot ist sie erst, wenn ein Totenschädel auf dem Symbol ist. So, ein Habichtväter. Aha. Okay, der ist wahrscheinlich stark, der Hauptmann. Der Rekrutenanführer. So, wir haben ihn getötet. Und was haben wir? Ein Goldamulett. Sehr schön. Da schauen wir gleich mal. Ein Goldamulett. Ah, hier. Okay. Dann machen wir das kurz mit dem Teil. So. Und so. Pam! Alle Türme sind kaputt. Nehmen noch die 10 Goldstücke mit und ja, gehen weiter. Sehr schön. Aber irgendwas verstehe ich nicht. Die Anführerin sagte, oder die Leutnantin sagte, sie würde es sehen, wenn die Türme den Rauch sehen und so, aber es rechnet gar nicht. Dann verstehe ich das irgendwie nicht. So, haben wir jetzt die Freiheit verdient. Das schauen wir gleich mal. So, hier lagen wir mal das Bruchstück. Die Zinszwiebel und den können wir auch lagern. Die Habichtfeder ist plus ein Schaden. Nö, nicht gut. Bei ihr haben wir eine grausame Keule. Okay. Ja, gut, wir müssen also wieder zurückgehen zu dieser Obere. Mal schauen, wie es aussieht, wenn wir ganz viele Pets haben. Dann kommen die meisten wahrscheinlich gar nicht dort rein. You're not dead.
Ihr seid nicht tot? Ich nicht, aber die Morten. Ich habe die Türme abgefackelt, alle Türme. Ich weiß, wir sahen den Rauch. Es reicht, Celia. Lass die Häftlinge ziehen. Er verdient unseren Dank, nicht unser Misstrauen. Ja, Valdis und sein Herr hatten uns um ein Haar überrannt. Die Grausamkeiten, die er unserem Volk zufügte, brauche ich wohl nicht zu schildern. Was hält der Häftling davon ab, Valdis nur straks von unseren dürftigen Schutzanlagen zu berichten? Ja. Ja, genau. Er hat zu viele Morten getötet. Valdis wird ihn niemals wieder in sein Heer aufnehmen. Der Widerstand hat einen solchen Krieg bitter nötig. Ich bitte dich, Celia, setz diesen Grausamkeiten ein Ende. Nun gut. Genau. Nun gut, ich sehe keinen Grund, euch noch länger festzuhalten. Nicht nur Amren, sondern auch diese beiden scheinen euch zu vertrauen. Dann will ich mich gleich in meine Heimat aufmachen. Ja, geht zur Stadthalle. Dort findet ihr meine Schwester namens Tar. Sie wird euch den Ring abnehmen und euch eure Gabe zurückgeben. Und mein Medaillon? Auch euer Medaillon, danke. Ich schätze, ihr werdet im Dorf jetzt willkommener sein. Tar kann euch mit der ersten Etappe eurer Heimreise behilflich sein. Mehr. Seid äußerst vorsichtig, Fremdling. Ich lasse euch nicht aus den Augen. Ja, und seid wachsam. Valdis hat gewiss von eurem Angriff vernommen. Er wird sich rächen wollen. Wo ist die Stadthalle? Das weiß ich, wo das ist. Okay. Da gehen wir. Zu der Stadthalle. Was haben wir für ein Ding? Naturmagie 9 und wir brauchen 11. Gut. Aber dann müssen wir noch etwas machen. Wir müssen noch weiterlaufen in dieser Richtung. Aber den Ring bekommen wir doch sicher schon ab. Gehen wir mal hier rüber. So, hier ist die Tierhandlung. Hier könnte man eigentlich ein Tier holen, kaufen. Ja, hier haben wir nur 3 Lasttiere mal. Später kommen natürlich noch mehr. Aber die sind jetzt noch nicht wichtig. Habt ihr irgendwas Besonderes? Ich suche etwas Mächtiges. Okay, düste Wölfe. However, there is a noteworthy mage living here in Ireland named Rokar. He knows how to obtain a dire wolf. Okay, gut. Ja, dann werden wir den mal holen. Den Zauberer besuchen und die düste Wölfe holen. Vielleicht ist so ein düster Wolf nicht schlecht, aber ich kann euch jetzt schon sagen, die nehmen wir nicht ins Team. Und hier haben wir auch eine Tauschquest wieder. Okay, ja. Ich habe die Kinderpuppe bekommen. Ja, ich will jetzt nicht allzu viel reden. Sie sagte einfach, sie braucht ein Mittelbringsel aus Amonlu und gab mir die Kinderpuppe. Und so weiter.
Und hier ist die Line. Ja, Gefangene. Wenn wir keine Gefangene sind, können wir hier noch eine Quest abholen. Das werden wir danach machen. So, jetzt gehen wir rüber zur Stadthalle. Hier geht es übrigens auch raus, aber dazu später. So, und jetzt mal rechts schauen. Was haben wir denn hier in der Hütte? Eine Quest. Ah, das ist eine Charakterquest. Da müsst ihr zurückkommen mit einem anderen Charakter. Und dann fängt hier eine Quest an. Müssen wir einfach mal wieder probieren. So, hier haben wir ein Buch. Und, der hat die Kriegssäulen. Die kann man, glaube ich, irgendwie anstupsen und dann sind diese wieder ready, diese Zauber dort unten. So, Tar. Wie ich hörte, soll ich euch freilassen, Drago Basler. Oh ja, gerne. Freut mich, zur Abwechslung meinen Ring abnehmen zu dürfen. Ihr habt wohl mittlerweile genug von Celia. Stimmt, aber sie nimmt ihre Arbeit ernst und verrichtet sie gut. Hier, das ist von eurer Ausrüstung übrig. Dieses Medaillon hat interessante Gravierungen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Mehr. Bisswunden, das sind Tierbisse am Arm von Drago Basler. Was? Oh nein, trete zurück. Rührt mich nicht an. Was ist los? Das sind nur Fleischwunden, als ich im Wald von Tieren gebissen wurde. Seid ihr verrückt? Diese Tiere übertragen die Pest. Mir geht es gut. Die ganze Insel ist von der Pest heimgesucht. Meine Treue, ihr habt sie auch. Halt, sei ruhig. Muss ich über die Pest wissen? Okay, wer sich angesteckt hat, verwandelt sich in eine mörderische Kreatur. Tiere übertragen die Krankheit durch ihren Biss und ihr wurde gebissen. Jetzt ist es nur eine Frage der Zeit. Ist das die Wahrheit? Ja, warum sollte ich wohl ein solches Gräuel erfinden? Natürlich, es ist die Wahrheit. Woher stammt diese Pest? Ja, man sagt, die Dunkelmagier hätten die Krankheit erschaffen, um Valdis Feinde zu vernichten. Ja, so sind sie sind Valdis stärkste Waffe. Sie sind hunderte Jahre alt und von übelster Sorte. Vor langer Zeit weihten sie sich einer Magie, die so finster ist, dass sie ihre eigene Anwender zerstört. Wie wirken sie sich auf die Dunkelmagier aus? Sie sterben einen langsamen Tod. Angeblich nehmen sie sogar Voltern zu sich, um die Dunkelmächte im Zaun zu halten, die sie plagt. Es sind schreckliche Gestalten und aus dem Eigenleben erwachsen ihnen die übelsten Zauber. Kann es solche Geschöpfe wirklich geben? Hört sich nach einem Ammenmärchen für widergespenstige Kinder an. Märchen, ihr erlebt es ja am eigenen Leibe. Bitte brecht auf, bevor wir uns alle anstecken. Es gibt doch gewiss ein Heilmittel. Viele erhoffen das. Einige glaubten, den Gewaltmassen im Schrein der Elben wohnen heilende Kräfte inne. Andere schüren ihr Bündel und gehen zur Exilkolonie. Ich sterbe nicht so einfach. Wo ist dieser Schrein?
Ich will euch nicht die Hoffnung nehmen, die in der Brust wohnt, Drago Bosler. Doch viele versuchten, den Schrein zu finden und keiner kehrte je zurück. Sag mir, wo er ist. Geht an den Mordentürmen vorbei bis zu den Elbenruinen. Dort werdet ihr den Schrein finden. Einst gab es einen kürzeren Weg, aber er war mit Haku überlaufen und wir mussten ihn sperren. An den Mordentürmen vorbei. Nun gut. Nehmt dieses Fläschchen, füllt es mit Elbenwässern und falls ihr den Schrein erreicht. Hier sind eure Sachen. Lebt wohl, Drago Bosler. Ich bedauere euer Schicksal. Spart euch eure Tränen. Das Schicksal, die ihr befürchtet, wird mich nicht erreichen. Lebt wohl. Gut. Und jetzt haben wir seltene Elementaristenkappe. Einzigartiges Amulett. Sehr schön. Die Kappe ist für Kampfmagie. Das Amulett 4% magische Schäden und 5 Rüstung. So. Ansehen. Gut. Was haben wir sonst noch? Nichts Gescheites. Die Puppe können wir noch hier hinlegen. Haben wir irgendwo ein kleines Mädchen gesehen? Tauschhandel? Nein. Müssen wir noch warten. Und jetzt hier ist der Magier. Ja, Düsterwölfe, ich muss dorthin. Aber den erreichen wir erst später. Der wartet jetzt dort bei dem Riss. Und hast du deine Besetzung schon geplant? Was? Wie sollen wir dich beerdigen? Oder hättest du gerne, dass wir den einen Leichnam verbrennen, wie es bei den Dryaden Verbrauch ist? Ich werde nicht sterben. Wenn du es sagst, also ich meine, wir sollten dich auf dem Fluss um einen brennenden Floß bestatten. Das wird etwas hermachen. Lol Gott. Die meint schon, wir sterben. So. Jetzt müssen wir nochmals reden. Gott, oh Gott, mein Hals ist schon voller rauen Stellen. Ihr habt meine Familie Ehre gebracht. Redet mit Helsa, wenn ihr uns noch weiterhelfen wollt. Ja. Ich muss mit der Mitte her. Ich danke euch, Drago Bosler. Eure Tapferkeit hat meine Tochter gerettet. Kaum auszudenken, was sie ihr angetan hätten, wenn ihr sie nicht rechtzeitig gefunden hättet. Mögen alle Haku in der Hölle schmoren. Bitte nehmt dies als Zeichen meines Dankes. Tansy hat mir von ihren Torturen bei den Haku berichtet. Wenn wirklich passiert ist, was sie sagt und einer über den anderen herfiel, sollten wir jetzt zuschlagen. Zuschlagen? Jetzt ist die Zeit gekommen, die Haku zu schlagen. Wenn sie sich gegenseitig bekämpfen, sind sie abgelenkt und verwundbar. Mutter, warte, du begehst einen Fehler. Tapferer Fremdling, meine Mutter irrt sich. Ich sprach mit dem, den ihr bei eurer Ankunft saht. Sein Name ist Raun. Bitte hört ihn an, bevor ihr die Wünsche meiner Mutter befolgt. Die Haku haben Namen. Hätte ich nie gedacht, was hat dir dieser Raun erzählt. Raun ist der Sohn des Hohepriesters der Haku. Sein Vater wurde von einem verräterischen Haku-Priester gestürzt, dem, der in der Höhle erschien, nachdem Raun mich befreit hatte. Rauns Vater hat die Haku immer zum Frieden mit uns aufgerufen, aber der Thronräuber steht auf der Seite der Morden. Rauns Vater verbirgt sich in einer Höhle, inmitten im südlichen Dschungel. Wir müssen ihnen helfen, den Frieden wiederherzustellen, bevor es zu spät ist. Ja, und jetzt wollen wir nicht mehr reden. Gott, oh Gott, viel zu viel zu erzählen in diesem Spiel. Aber ist auch gut so. Aber eben, ich will nicht so viel zu erzählen. Das ist jetzt mal wirklich nicht so wichtig. Ah ja, den Ding ist für Nahkampf, ja. Okay, dann werden wir rübergehen. Noch zu den Plateaus, oder wie die heißen. Wie heißen die? Wasserfälle einfach, okay.
Aber es sind eher so Plateaus. Ah, ich weiß, glaube ich, wo ich die Kinderpuppe hin tun, also weiter tauschen muss. Das seht ihr jetzt dann gleich, wenn wir unten ankommen. Hier können wir noch nicht weiter. Hier ist eine Hängebrücke hochgezogen worden. Ja, hier sind die Plateaus. Es sind überall Plateaus natürlich, aber hier sind auch Ding. Und hier müssen wir die anreden. Was ist denn dort auf dem Tisch? Eine Flasche Elfenbier. Wie wäre es mit dieser Puppe? Eine Kinderpuppe, okay. Gut, dann nehmen wir das Fläschchen Elfenbier und so müssen wir das Item weitertauschen. Sehr gut. Und jetzt gehen wir mal hier runter. Hier kommen wir zu den Wasserfällen. Dort waren sie schon zu sehen. Hier haben wir nichts. Hier ist übrigens ein weiterer Geist. Aber wir brauchen eben den Gesang zuerst. Hier ist Schalle. Ah ja, danke für das Pippi. So, also machen wir weiter. So. Komm, rein gehen wir. Ah, jetzt bist du drunten unten geblieben, du blödes Deru. Du musst mitkommen. Schade, dass sich die Begleiter nicht mit teleportieren können, oder so, wenn sie mal stecken geblieben sind oder so. Aber im ersten Teil war es noch schlimmer. So, und jetzt fragen wir die mal noch. Lakla. Ja, ja. Was ist hier? Eine Spinne jagt sie vor. Was, wo? Oh. Ist es nur ein Stock? Oh, in Kirala-Höhlen. Okay, ein Schatz gefunden und eine Königin ist dort. Okay. Ja, ist gut. Red nicht zu viel. Ja, ich muss die Königin töten, gut. Die ist easy. Also easy. Schwer. Je nachdem. Eins, sie hat viele Begleiter und sie hat viel Leben und nervt hat mit den Angriffen, aber sie ist eigentlich relativ easy. Und mit vielen meine ich auch viel, also sind sehr viele Ameisen dort und so. Also nicht Ameisen in dem Sinne, es sind andere Kreaturen, es sind so Kühler-Teile, aber sehen aus wie Ameisen. So. Jetzt schauen wir mal, ob dieser Partner das Bier will. Der wollte doch irgendwas trinken. Können wir uns das schon leisten? Machen wir das noch, nämlich gerade mit dem Platz erweitern, weil wir nehmen natürlich Tar dann ins Team mit. 500. Glückwunsch. So. Jetzt haben wir einen Platz mehr. Und können hier noch kurz... Okay, schade. Der will was anderes. Ah, der will jetzt zu essen, genau. Dann will der in der Wüste dann ein Bier. Okay, egal. So. Was bekommt man eigentlich, wenn die Quest fertig ist? Man bekommt irgendwas. Keine Ahnung mehr. So, dann werde ich kurz mal den Paar beenden und gleich wieder
einen neuen Part aufnehmen. Bis gleich.